Falls ihr aus einem Skript heraus Home Assistant steuern möchtet, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Als kleines Beispiel, hier ein Befehl und hier das NanoLeaf geht an. Wenn ich den Befehl nochmal ausführe, geht es wieder aus. Wie man jetzt so ein Kommando zusammensetzt und was man dafür für Voraussetzungen erfüllen muss, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr mittels Konsolenbefehle Werte aus Home Assistant auslesen könnt, als auch eure Geräte über Home Assistant schalten könnt. Ich denke, dass dieses Thema für einige von euch interessant sein könnte, da ich auf dem Discord mitgekriegt habe, dass doch viele mit Raspberry Pi als Linux-Server und so weiter hantieren. Und gerade da ja doch auch sehr viel mit Skripten passiert. Und mit dieser Variante habt ihr eben die Möglichkeit, aus einem Skript heraus Home Assistant-Werte abzufragen oder eben Home Assistant-Befehle zum Schalten zu erteilen. Das Ganze passiert über eine REST-API, also über einen HTTP-Request. Die Antworten kommen dann im JSON-Format. Aber wir schauen uns das gleich mal Schritt für Schritt an. Wie funktioniert die Authentifizierung? Wie sehen die JSON-Antworten aus? Und wie sieht so eine URL überhaupt aus? Aber bevor wir mit dem Video starten, noch ein Punkt ganz kurz in eigener Sache. Und zwar, wenn ihr noch was bei Amazon oder eBay bestellen möchtet und mich unterstützen wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich meine Partnerlinks für sowohl Amazon als auch eBay verlinkt. Wenn ihr darüber eure Bestellung aufgeben würdet, würde mich das riesig unterstützen und freuen, denn ich bekomme dann eine kleine Provision für eure Bestellung. Ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche. Würde mich riesig freuen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Lasst auch direkt ein Abo und ein Like da, wenn noch nicht geschehen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit den API-Calls in Home Assistant. So, wie ihr seht, sind wir im Büro angekommen. Hier seht ihr meinen Home Assistant und hier die Eingabeaufforderung. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Kommando in der Zwischenablage. Ich füge das hier einfach mal ein. Und ihr seht, das hier ist der Befehl schon recht lang, aber er schaltet das NanoLeaf. Wenn ich ihn nochmal ausführe, schaltet er es wieder aus. Ihr seht, das liegt einfach daran, dass ich Toggle aufrufe. Und so können wir natürlich auch alle anderen Dienste, die Home Assistant uns bietet, aufrufen. Aber kleinen Schritt zurück, wir fangen mal vorne an, wie sich das Ganze hier zusammensetzt und was wir für Vorbereitungen machen müssen. Dazu mache ich jetzt erstmal Home Assistant in den Vollbildmodus und wir gehen mal in das Profil. Denn diese Kommandos sind natürlich nicht für jeden einfach so aufrufbar, sondern wir müssen uns bei Home Assistant mit diesem Kommando authentifizieren. Also genauso wie wir uns hier an der Web-Oberfläche oder in der App anmelden müssen am Server, müssen wir das bei diesen Kommandos natürlich auch, damit nicht jeder von extern einfach hier irgendwas schalten kann über diese Befehle. Und dafür brauchen wir ein sogenanntes Token. Das erstellen wir jetzt mal als allererstes und dafür gehen wir auf unser Profil hier unten. Da es gewünscht war, mache ich das Ganze jetzt hier mal ein bisschen größer. So, und dann scrollen wir jetzt hier als allererstes mal nach ganz unten und sagen jetzt hier Token erstellen. Dem Token geben wir jetzt einen Namen. Ich sage jetzt einfach mal Test. Wir klicken auf OK und das müssen wir uns jetzt hier einmal rauskopieren. So, wenn ihr euch dieses Token in eine Textdatei oder sonst wohin kopiert habt, also sicher seid, dass ihr da auch später nochmal drankommt, dann können wir den Dialog hier schließen. Wichtig ist, dass ihr es woanders abspeichert, denn ihr kommt hier nachher nicht mehr dran. Also wenn ihr das Token nicht mehr wisst, müsst ihr euch hier ein neues erzeugen. Jetzt seht ihr hier, vor 39 Sekunden hat er dieses Token-Test erzeugt. So, und das war eigentlich auch schon die wichtigste Voraussetzung, um mit diesen REST-API-Calls zu arbeiten. Als nächstes schauen wir uns mal die Dokumentation der REST-API an. So, und hier seht ihr, das ist die URL, die wir kennen. Darüber rufen wir immer unsere Oberfläche des Home Assistant auf. Also ganz normal HTTP, dann die IP-Adresse von unserem Home Assistant Server und mit Doppelpunkt 8123 den Port. Bei einem Aufruf der API sieht das Ganze eigentlich ganz genauso aus, nur dass wir eben dahinter noch API schreiben müssen. So, dann seht ihr hier weiter, die API akzeptiert nur JSON-encoded Objekte. Und was für uns noch viel wichtiger ist,
alle API-Aufrufe müssen die Authorization im Header haben. Heißt, wir können nicht einfach über die URL uns authentifizieren, da wir da keine Möglichkeit haben, Header-Daten zu manipulieren bzw. mitzuliefern. So, und da gibt es jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Und welche ich euch jetzt mal zeigen möchte, ist die Variante mit dem Befehl curl. Curl steht für Curl URL Request Library. Das heißt, mit diesem Befehl haben wir die Möglichkeit, eine URL aufzurufen, aber eben einmal zu bestimmen, soll es ein GET oder ein POST sein, also möchten wir Werte abrufen oder senden. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, mit -h Header-Daten mitzugeben. Das heißt, das hier wäre jetzt so ein Beispiel, wie so ein Curl-Aufruf aussehen müsste, mit dem wir uns einmal am System anmelden, ihm sagen, Content-Typ soll JSON sein und wir geben an, welchen Endpunkt wir aufrufen möchten. Dann kann ich natürlich auch für Service-Aufrufe und so weiter die Service-Daten mitgeben, aber da kommen wir gleich zu. Wir schauen uns jetzt erstmal die Autorisierung an. Und hier sehen wir schon, ABCDEFGH haben die hier als Beispiel genommen. Und wenn ich nochmal kurz zurückscrolle, dann seht ihr hier, dass dieser Text hier ausgetauscht werden soll durch unser Token. Und für alle, die es nicht wissen, ein Backslash am Ende der Zeile bedeutet in dem Skript einfach, das soll ein Befehl sein, ein zusammenhängendes Kommando. Und in der Windows-Eingabeaufforderung, da müssen wir es dann auch wirklich in einer Zeile schreiben. Heißt, ich mache mir jetzt einfach mal den Editor auf. Und wir formulieren jetzt mal unseren Befehl. Dafür nehme ich jetzt einfach mal dieses Beispiel. Den Link zu der Dokumentation findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Füge das Ganze jetzt mal hier ein. Und dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Also wir haben ja einmal den Curl-Aufruf mit -x get. Sagen wir ihm, dass er den HTTP-Request als get ausführen soll, also Werte abholen soll. Mit -h sagen wir ihm, was jetzt folgt, der String sollen Header-Daten sein. Und in dem Fall geben wir ihm als Header-Daten mit Authorization, Bearer und unser Token. Man könnte jetzt meinen, Bearer ist ein Beispiel für den Benutzernamen. Nein, ist es nicht. In dem Fall ist Bearer wirklich fix hier so einzutragen. Das heißt, das behaltet ihr so bei. Und ihr tauscht wirklich nur das ABCDEFGH gegen euer Token aus. Das mache ich jetzt mal. Ich füge mal hier das eben angelegte Token ein. Dann haben wir jetzt hier wieder den Backslash. So, und dann seht ihr hier, folgt jetzt das nächste -h Content Type Application JSON. Das können wir so lassen. So, dann haben wir jetzt hier nur noch unsere URL, die wir aufrufen möchten. Und da trage ich jetzt mal ein 192.168.5.50. Das ist die IP von meinem Home Assistant Server. Hier müsst ihr natürlich eure IP eintragen. Port 8123. Wenn ihr ihn nicht geändert habt, ist das der Standardport und sollte funktionieren. So, und als Endpunkt sagen wir jetzt erstmal einfach API. Ich kopiere mir jetzt den ganzen Befehl. So, und jetzt wechseln wir mal in die Eingabeaufforderung. Füge jetzt hier einfach mal den Aufruf ein. Oh, am Ende fehlt noch ein Slash. Und dann rufen wir das Ganze mal auf. Und wir bekommen als Rückantwort im JSON-Format Message API Running. Das heißt, er hat unser Token akzeptiert, wir sind authentifiziert und dürfen die API benutzen mit diesem Schlüssel. Ja, aber jetzt schauen wir uns mal an, was wir denn alles für Möglichkeiten mit dieser API haben. Dafür wechsle ich nochmal in die Dokumentation. Die Punkte überspringe ich jetzt hier mal. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Bad Request, Unauthorized, Not Found und Method Not Allowed. Das sind so die Antworten im Fehlerfall, die wir erhalten können. Also einmal eine ungültige Anfrage. 401 ist am Anfang wohl so das typischste Problem, dass man eben nicht authentifiziert ist, dass man keine Erlaubnis erhält, die API überhaupt zu benutzen. Bei 404, die Meldung wird wohl jeder im Internet schon mal erhalten haben, die Seite existiert einfach nicht. Und 405, Method Not Allowed, also dass ein bestimmter API-Dienst nicht erlaubt wird, für das aktuelle Token zum Beispiel. So, aber jetzt kommen wir zum interessanten Teil, und zwar zu den Actions. Ich scrolle jetzt einmal ganz kurz durch. Ihr seht, es gibt einmal Get-Kommandos und es gibt einmal Post-Kommandos. Wie der Name schon vermuten lässt, mit Get holen wir uns Informationen von Home Assistant ab. Das heißt, wir können zum Beispiel
den Status von einem bestimmten Entity abfragen oder wir können alle Stati abfragen. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich mache nochmal hier die Eingabeaufforderung auf. Die Dokumentation legen wir mal daneben. So, und jetzt gehe ich nochmal auf unseren letzten Aufruf. Mit Pfeil hoch können wir ja einfach den letzten Befehl nochmal hier aufrufen. Und wir erweitern jetzt einfach mal das /API um den Punkt States. Das seht ihr hier. Ihr könnt auch immer hier nochmal draufklicken. Dann bekommt ihr hier auch immer nochmal eine Zusatzinformation. Hier zeigt er euch jetzt an, wie so eine Antwort aussehen könnte. So, und wenn ich das Ganze jetzt hier bestätige mit Enter, dann seht ihr, braucht er einen Moment. So, und dann schickt er uns die Antwort. Ihr seht, ziemlich lang das Ganze. Und das sind jetzt wirklich alle Stati von allen Entities aus meinem Home Assistant. Das ist natürlich ziemlich unübersichtlich und wenn ich nicht gerade ein Skript schreibe, was irgendwas hiervon auswerten soll, dann kann ich damit eigentlich ziemlich wenig anfangen. Also gehen wir direkt zum nächsten Punkt und zwar API States Entity. Also wir rufen nochmal den letzten Befehl auf. Bestätigen ihn aber nicht, sondern ich sage jetzt hier einfach mal zum Beispiel light.nanoleaf_2. Da weiß ich jetzt gerade, das ist mein Entity NanoLeaf. Also ihr seht, Entity-ID besteht immer aus Domain.EntityName. Also genauso wie ihr das im Home Assistant auch angeben müsst, wenn Home Assistant euch nach einer Entity-ID fragt. Und jetzt sagen wir nochmal Enter und ihr seht, wir bekommen jetzt wirklich nur den Status von meinen Nanoleafs und die sind zurzeit aus. Hier seht ihr noch diverse Attribute, zum Beispiel welche Effekte das Nanoleaf zur Verfügung stellt. Den Anzeigenamen, der ist nur Nanoleaf ohne das _2. Ja, und noch so ein paar diverse andere Werte. Ja, und so seid ihr in der Lage, die Daten von euren Entities abzufragen. So, und jetzt das wohl interessanteste des Ganzen ist wohl der Bereich Post Services. Denn hierüber sind wir in der Lage, sämtliche Dienste, die wir im Home Assistant auch in unseren Automatisierungen nutzen, eben über die Konsole aufzurufen. Ich klappe das hier mal kurz auf und hier seht ihr Service Data. Ich wechsle nochmal eben ins Home Assistant. So, und wir wechseln jetzt mal zum Beispiel hier in die Benachrichtigung. Gehen mal zu den Aktionen und dann sehen wir, hier haben wir ja auch Dienst ausführen. Wir wählen aus, welcher Dienst soll ausgeführt werden und geben an diesen Dienst eben Dienstdaten mit, wie zum Beispiel Titel Waschmaschine und die Nachricht Waschmaschine ist fertig. So, und genau so einen Serviceaufruf können wir eben mit dem Post-Kommando API Services machen. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Wir gehen erst nochmal hier in den Editor und müssen hier aus diesem GET jetzt einen Post machen. Die Authorization bleibt wie sie ist und eigentlich müssen wir jetzt nur noch hier hinten unseren API-Aufruf anpassen. Und zwar wäre das jetzt API/Services/ und dann zum Beispiel HomeAssistant/Toggle. So, jetzt weiß er zwar, dass er ein Gerät im Status zwischen an und aus immer hin und her schalten soll, aber ihm fehlt ja jetzt noch die Information, um welches Gerät es geht. Und dazu gehen wir jetzt nochmal ein Stückchen zurück und zwar hier vor die URL und hier müssen wir jetzt unsere Dienstdaten angeben. Und Daten übergeben wir mit -d. Und dann sagen wir nochmal Leertaste und erstmal zwei Anführungszeichen. Und zwischen diesen beiden Anführungszeichen müssen jetzt unsere Dienstdaten eingetragen werden und zwar im JSON-Format. JSON kennen wir schon, immer in geschweiften Klammern. Und dann haben wir wieder Anführungszeichen und zum Beispiel in dem Fall jetzt entity_id Doppelpunkt light.nanoleaf_2. So, und alle, die schon öfter mit Skripts gearbeitet haben, die werden jetzt schon gedacht haben, haha, Fehler. Nein, ich weiß natürlich, das funktioniert so nicht. Und zwar, das Problem sind hier die Anführungszeichen. Denn mit Anführungszeichen sagen wir ja, von hier bis hier möchten wir einen Text mitgeben. Das Problem ist, dieses Anführungszeichen beendet diesen String ja schon direkt wieder. Wir brauchen das Anführungszeichen aber in unserer JSON. Es soll aber eben nicht dieses Anführungszeichen beenden. Also müssen wir es maskieren und das machen wir mit einem vorangestellten Backslash.
Und das müssen wir jetzt bei allen Anführungszeichen in unserer geschweiften Klammer machen. So, jetzt haben wir alle vier Anführungszeichen hier drin maskiert. Das heißt, in dem JSON werden hinterher diese Backslashes ignoriert, aber es sorgt eben dafür, dass dieses Anführungszeichen nicht mehr als Ende von diesem Anführungszeichen ausgewertet wird. Dieses Vorgehen nennt sich, wie schon erwähnt, Maskieren. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich kopiere das Ganze wieder, füge das hier ein und wir gehen nochmal ins Home Assistant, in meine Übersicht. Hier seht ihr das NanoLeaf und wenn ich jetzt mit Enter den Befehl aufrufe, seht ihr, schaltet er das NanoLeaf ein. Wenn ich jetzt den gleichen Befehl nochmal ausführe, schaltet er es wieder aus. So, jetzt hat das NanoLeaf ja zum Beispiel aber noch Effekte gehabt. Wenn wir jetzt hier mal kurz das NanoLeaf einschalten, seht ihr hier unten Effekt und hier eine Liste Rainbow-Effekt, Scan-Effekt, Fireworks-Effekt. Es steht zurzeit auf None. Wenn ich jetzt nochmal hier diesen Befehl aufrufe, ihr seht das hier wieder schlecht, ne? Wir gehen wieder in den Editor, wir machen es hier. Aus dem Toggle machen wir jetzt mal ein Turn-On. Heißt, wir möchten auf jeden Fall, dass das NanoLeaf eingeschaltet wird oder eben eingeschaltet bleibt. Und wir möchten jetzt den Effekt ändern. Und den Effekt ändern können wir hier in unseren Dienstdaten. Heißt, wir müssen ihm jetzt noch weitere Dienstdaten mitgeben, und zwar den Effekt. Also sagen wir hier Komma. Mit Komma trennen wir die einzelnen Daten voneinander und schreiben dann wieder Backslash Anführungszeichen, Effekt, Backslash Anführungszeichen, Doppelpunkt, Leertaste, Backslash Anführungszeichen. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel den Rainbow Effekt und wieder Backslash Anführungszeichen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verschrieben. Wir testen das Ganze mal. Ich kopiere wieder den ganzen Befehl. Na, dann erschalte ich jetzt einfach mal eben. So, das ist jetzt der ganze Befehl, den wir gerade im Editor hier eingegeben haben. Hier seht ihr Effekt Rainbow Effekt. Und wir schauen mal, was das Home Assistant macht, ob das funktioniert. Ich drücke hier Enter. Und ihr seht, sofort wechselt der Effekt auf Rainbow-Effekt. Ja, und so habt ihr hier eben die Möglichkeit, mit diesen Kommandos, also mit diesen API-Aufrufen, aus der Eingabeaufforderung im Windows oder natürlich auch von der Linux-Konsole, hier Aktionen auf eurem Home Assistant auszuführen bzw. Werte von eurem Home Assistant abzufragen. Bei der Linux-Konsole ist eventuell die Syntax hier, was Maskierung und so angeht, ein bisschen anders. Aber ich denke, die Leute, die mit Linux arbeiten und da auf der Konsole hantieren, die wissen auch, wie man unter Linux die Maskierung vornimmt. Da gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Solltet ihr da Probleme mit haben, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren an mich wenden. Ich helfe dann weiter, wo ich kann. Ja, soviel zum Thema REST API in Home Assistant. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir soweit folgen. Sollten doch noch irgendwelche Fragen offen sein, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich versuche euch so gut ich kann dann natürlich weiterzuhelfen. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!